Ja, hallo mit O, liebe Nördlinge. Die neue Panini-Vorschau ist da, zwar für Oktober, November und Dezember. Ist ja jetzt seit der 110, nur noch für 3 Monate das Ganze, also nicht mehr zweimonatlich. Und das ist jetzt die Panini-Vorschau 111 und wir sehen vorne schon drauf The Marvels, ja, weil ja der Film mit demnächst kommt. Könnt ihr ja gerne mal direkt in die Kommentare schreiben, ob ihr euch da schon drauf freut. Aber wir gehen das ganze Ding jetzt mal wieder durch, wie üblich, und schauen rein, was die Panini-Vorschau so zu bieten hat und was Panini ankündigt. So, hier haben wir schon mal Werbung für die Vienna Comic Con. Da bin ich natürlich nicht, weil das ein bisschen weit weg ist. Obwohl da tatsächlich interessante Leute da sind. Jonathan Frakes jetzt vielleicht nicht unbedingt, ne? Aber als alter Trekkie fände ich das schon okay, den mal zu sehen. Aber Ryan Otley ist da. Wen haben wir noch? John Ross Bowie kenne ich nicht. Yehuda und Maya Devier kenne ich, glaube ich. Die kommen, wenn ich mich recht entsinne, aus Israel und machen so ein Webtoon so über dieses Paarleben, was immer sehr lustig ist. Das fand ich immer sehr schön. Andrzej Sapkowski kommt, der Mann, der The Witcher geschrieben hat. Unter anderem Markus Heitz, ja, der Mann mit den Zwergen. Mirka Andolfo ist da. Ezzat Ribic sagt mir auch was. Der hat ja mit Jason Aaron den Thor-Run gemacht, ja, mit der Götterbombe und dem Götterschlechter. Mickey Montillo habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Aber der Rest sagt mir jetzt nicht unbedingt was. Aber okay. Spam ist auch direkt mit Sponsor und Gaster. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber okay, da wollen wir uns jetzt nicht weiter mit aufhalten. Die nächste kommt am 8.12. Ja, die ist dann für Januar, Februar, März. Wir werden sehen. So, da haben wir Alexander Bubenheimer, Director of Sales, der Gilles der Gauner liest. Also es wird jetzt nicht mehr gezeigt, wo sich die Panini-Vorschau gerade befindet, ja, sondern es gibt tatsächlich Tipps vom Lesestapel. Ja. So, steigen wir hart ein. Marvel hätten wir hier. Timeless, Eroberer der Zeit. Ja, ist Kang. Muss ich sagen, interessiert mich jetzt tatsächlich nicht unbedingt so. Der kommt am 24.10. als Heft sogar mit 52 Seiten für 5,99. Ja, es steht jetzt hier nicht eine Nummer 1, es ist aber Timeless Nummer 1. Ich weiß nicht, wie viele es davon gab und wie viele da kommen werden. Aber mich interessiert das tatsächlich nicht so. Avengers, wisst ihr ja, wenn ihr mich regelmäßig verfolgt, lese ich auch so nicht. Die Heftserie, da sind wir dann bei 58, 59 und 60. 10.10., 7.11. und 5.12. kommen die Ausgaben. Multiverselle Avengers Action, aber da bin ich raus. So. Dann hätten wir hier Spider-Man 13, 14 und 15, auch am 10.10., 7.11. und 21.11., okay. Ah ja, die kommt ja, dann wohl wieder ein bisschen öfter. Kommt dann wohl da im 2-Wochen-Rhythmus. Wir haben Disney 100. 12 Variant Cover, die wir jetzt natürlich hier nicht sehen können. Für jeweils 10 Euro. Mein Gott. Das ist schon heftig. So, und da haben wir den Beginn der Hammer-Story, die alle Fragen über Peters Vergangenheit beantwortet. Also ich hoffe, Sie meinen die Vergangenheit, die am Anfang der Heftreihe bei der Nummer 1 ausgelassen wurde und seitdem nur so sehr nebulös die ganze Zeit behandelt wird. Und jetzt hatten wir das Dark Web Event. Ja, mal gucken, wie das da weitergeht. Habe ich natürlich weiterhin im Abo und werde dann da auch reinschauen. Genauso in 16 und 17, da gibt es auch nochmal reichlich Variant-Dinger, ja, kommt am 5.12. und 19.12. die beiden. Hit des Monats, na, ich bin gespannt. Eine Marvel-Legende wird sterben. Ja, wir haben hier schon mal so eine kleine Vorschau
Einer von denen wird es dann wohl sein. Oh, sehr spannend. Wen sie da wohl sterben lassen. Ich denke mal nicht Mrs. Marvel. Tombstone haben wir da. Robbie Robertson. Ah, ich bin mal gespannt. J. Jonah werden sie. Ah, ich glaube nicht, dass sie Mary Jane oder. Also Mary Jane ist ja schon mal mehr oder weniger verstorben. Damals in der. Was ist das? 2000 irgendwas Reihe. Ja, mit dem Flugzeugabsturz, wo sie dann aber doch irgendwie nicht tot war. Mal gucken, was da so passiert. Dann haben wir die furchtlosen X-Men 2021, 22, 24.10., 21.11. und 19.12. Die verfolge ich ja tatsächlich auch nicht. Wobei ich da immer mal wieder reinschauen wollte, aber habe ich noch nicht gemacht. Da geht es auf jeden Fall gegen die Brute Aliens. Deadpool 2 und 3. Also Deadpool bin ich schon mal bereit für. Sogar das T-Shirt ist heute Deadpool. Ja, vollumfänglich ausgestattet. Das erste Ding habe ich jetzt schon gelesen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Wird ja eine kurze Reihe. Also das ist ja, da sind wir ja schon bei 4 bis 5 und soweit ich weiß, ist da nach 10 Heften Schluss gewesen. Das heißt, wir kriegen hier 5 Ausgaben und dann war es das auch erstmal, ne? So, da haben wir dann am 24.10. und 19.12. Der kommt sogar dann nur im Zweimonatsrhythmus, weil sonst wäre es wahrscheinlich zu schnell vorbei, ne? Aber ja, Deadpool bin ich halt immer dabei, ne? Was will man da machen? Da kommt man nicht drum rum. Die Herrschaft von Carnage. Carnage Reigns. Miles Morales spielt da eine wichtige Rolle. Ja, mal gucken. Ich denke mal schon, dass ich da reinschauen werde. Pflichtlektüre für alle Fans von Miles Morales, das eher weniger. Zumindest so von den aktuellen Sachen nicht. Aber Carnage zieht mich halt doch schon immer irgendwie, ne? Von daher werde ich da wohl, denke ich mal, reinkommen, gucken. Und der wird am 19.12. gibt es den mit 204 Seiten sogar. Und da ist dann auch alles drin, ne? Der Held aus den Spider-Verse-Filmen gegen den Serienkiller aus dem zweiten Venom-Streifen. Ja, gut. Wenn man Carnage jetzt nur aus dem zweiten Venom-Streifen kennt, der echt nicht gut war, dann sollte man das vielleicht sein lassen. Aber es gibt gute Carnage-Comics. Venom, Rückkehr des gnadenlosen Retters, hier von David Michelin wieder geschrieben, der Mann dahinter. Lethal Protector 2 ist das. Okay, ja. Man hätte natürlich auch sagen können, der gnadenlose Retter 2. Aber das passt schon. Venom versus Dr. Doom. Das weiß ich jetzt nicht so, ob mich das unbedingt interessiert. Silver Sable haben wir dabei. Dr. Doom. Shield. Ja. Mal gucken. Das kommt auf jeden Fall am 14.11. 124 Seiten für 15 Euro. Carnage kostet 25. So, Miles Morales Spider-Man kriegt auch eine neue Nummer 1. Von 2023 sogar. Schon, ja. Ich habe die letzte neue Miles Morales-Serie, hatte ich ja angefangen, wo dann auch dieser Zeitsprung irgendwie mit drin war, am Anfang, ja, wo er auf einmal so viel älter war. Die hat mich nicht so abgeholt. Weiß nicht, ob ich da dann das unbedingt haben muss. Gucken. Dann haben wir hier Blutdurst. Wie das Ding heißt? Nur Blutdurst auf Deutsch? Blade Vampire Nation. Ach so, da sind. Ah, Vampire Nation ist nur ein Heft da drinne. Wir haben Spider-Man Unforgiven, X-Men Unforgiven 1, Captain America Unforgiven 1 und Blade Vampire Nation. Wie das wohl zusammenpasst. Auf jeden Fall tauchen da Vampire auf. Kommt am 17.10. Kommen beide am 17.10. Hier haben wir immer 132 Seiten beim Miles mit 16 Euro. Und 140 Seiten für
17 Euro. Weiß ich nicht, ob mich das jetzt unbedingt interessiert. Mal gucken, werde ich vielleicht mal im Comicladen reinschauen. Wenn das ein bisschen düster brutal ist, könnte man das mal machen. So, Wolverine, der beste 6. Ja, da bin ich dabei. Dann muss ich noch die letzten Bände lesen. Aber da mache ich dann natürlich auch weiter. Wolverines Klonsaga ist auch mit dabei. Okay. Ja, das mag ich schon. Moon Knight, Wächter der Nacht. Hat mich bis jetzt noch nicht so begeistert. Aber werde ich für die Vollständigkeit meiner Moon Knight-Reihen noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit Moon Knight ab Panini irgendwie komplett bin. Muss ich nochmal gucken. Könnte. Ich glaube möglicherweise schon, dass ich da vollständig bin. Von daher nehme ich das dann natürlich auch nochmal mit. Da habe ich aber, muss ich aber noch weiter lesen. Ich glaube, da bin ich jetzt bei Band 3 habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen, ja. So, Sinisters Sünden. Haben wir 1 von 2 und 2 von 2. 14.11., 12.12. Jeweils auch im Softcover 156 und 180 Seiten. 19 Euro und 22 Euro. Da bin ich aber raus. Das interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. So, dann haben wir wieder mal ein paar alte, erfolgreiche Reihen nochmal neu fortgesetzt. Peter David hätten wir dann nochmal eine Joe Fixit Story, der ja auch gerade wieder interessant ist. Und Peter David ist da schon immer schon eine safe Sache. Also von daher werde ich da wahrscheinlich mal reinschauen. Ja, also den nehme ich bestimmt auch mit. Und Planet Hulk Weltenbrecher von Greg Pak, der mich bisher auch noch nicht so wirklich enttäuscht hat, würde ich auch reinschauen. Ich muss unbedingt mal von Hulk noch die Reihe vollständig machen, wo der rote Hulk irgendwie auftaucht. Da habe ich die ersten 4 oder 5 Bände. Das würde ich gerne nochmal weiterlesen, weil da ist, glaube ich, die große Enthüllung ist noch nicht passiert. Ja, aber das gucke ich mir wahrscheinlich auch an. So. Doctor Strange 1. Da haben wir wieder eine neue Ära und Stephen Strange ist wieder aus dem Reich der Toten zurück. Juhu. Am 5.12. kommt er mit 140 Seiten für 17 Euro. Variant gibt es natürlich auch wieder. 24 Euro, alter Vater. Ja, interessiert mich nicht, auch wenn da Hit des Monats steht, also Doctor Strange, bin ich so extrem raus. Captain America genauso wenig, ob Steve Wilson oder Steve Rogers, Sam Wilson natürlich. Aber nicht mal lesen kann er heute. Das ist ja ganz furchtbar. Neue schockierende Enthüllung. Ja, am 17.10. beide. Einer 19 Euro, der andere 17 Euro. Ein herzzerreißender Showdown. Mit der Rückkehr von Nomad. Ja, okay. Ja, das ist, glaube ich, auch Nomad hier, ne? Aber wer ist Nomad? Ah, Ian Rogers. Ist Ian Rogers irgendwie so ein Steve Rogers-Klon? Ich habe da gar keine Ahnung. Weil ich Captain America eigentlich total nicht verfolge. Man weiß es nicht. Dann haben wir nochmal Captain America Kalter Krieg. Am 21.11. für 19 Euro. Wo sie beide nochmal drin sind. Das ist dann so ein Crossover. Aber da bin ich raus. Und Captain America, das Finale. Am 19.12. für 15 Euro. Auch Nothing for Me. Thor König von Asgard. Da habe ich die ersten 4 Bände hier immer noch liegen, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich die einfach nicht vom Lesestapel runterkriege.
Ich bin aber auch eigentlich kein wirklich großer Thor-Fan. Den habe ich so ein bisschen in dem Enthusiasmus rund um Jason Aaron, als die Deluxe-Bände rauskamen, ja, mit dem Götterschlechter, habe ich das auch mal angefangen, weil das so toll sein sollte von Cates. Aber ich habe es noch nicht gelesen und ich habe jetzt auch erstmal beschlossen, da nicht weiterzukaufen. Bevor ich das nicht gelesen habe und ich glaube, es wird auch nicht unbedingt den Weg dann dazu finden, dass ich dann weitermache, weil dafür interessiert mich Thor insgesamt eigentlich viel zu wenig. Black Panther 3, auch nichts für mich, ist auch schon die Finalausgabe am 14.11. für 14 Euro. Thor kostet übrigens 15 Euro und kommt am 7.11. Marvels Anthologie. Ja, von Anthologien wisst ihr, halte ich nichts. Wenn man, also, wenn ihr euch nur mal kurz darüber informieren wollt, jetzt zum Film, der am 9. November, kann man hier oben sehen, ins Kino kommt, ja, mein Gott, dann lest da gerne rein. Aber ich halte da nicht viel von. Ich kaufe dann lieber die Reihen. Das kann natürlich mal sein, dass da Sachen drin sind, die hier auf Deutsch sonst noch nicht erschienen sind. Aber da ist dann die Frage, ist das so wichtig? Dafür sind dann aber auch immer jede Menge Sachen drin, die es schon gibt und die man dann vielleicht auch schon hat. Ne? Und da habe ich dann keinen Bock auf Doppelungen. Also ich hab so eine. Von Deadpool habe ich so eine Anthologie irgendwie, die ich am Anfang mal gekauft habe. Und das ist halt. Die Storys sind halt auch überall anders schon mit drinne. Also von daher, das macht für mich nicht wirklich viel Sinn. Das ist, glaube ich, was so für Gelegenheitsleser, die halt wirklich nur mal reinschauen wollen, ne? Und nix, weil das ist ja auch nichts Zusammenhängendes, ne? Das sind ja einfach nur ein paar Einzelhefte. Das hat ja alles nichts miteinander zu tun. So, ich bin Iron Man. Komplette Story für neue Leser und langjährige Fans. Da wird die Geschichte neu erzählt von Tony. Es ist die Frage, ob das, wie weit das genau greift, ob das so in die Richtung Geschichte meines Lebens geht. Aber das hört sich jetzt erstmal nicht so an. Das scheinen wahrscheinlich nur so verschiedene Kurzgeschichten nochmal zu sein, aber. Müsste ich mal reingucken, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Ist jetzt nur mal so eine Vermutung, dass das einfach nur so einzelne Sachen sind, die dann verschiedene Abschnitte beleuchten. Aber das ist, glaube ich, nicht so ein komplett lebensumfassendes Ding, wie das jetzt mit den Fantastischen Vier oder Spider-Man natürlich war. Avengers, Krieg im Zeitstrom. Achso, der kommt am 12.12. kostet 14 Euro. Ups. Avengers, Krieg im Zeitstrom, Paul Levitz und Alan Davis haben das ganze Ding gemacht. Ja, es brauche ich auch nicht. Eine exzellente Einführung zu Kang. Ja, but why though? Das lese ich auch häufiger mal. Und das ist auch, sind auch so welche, die alles geil finden, irgendwie. Neue abgeschlossene Geschichte aus Marvels ruhmreichen Zeiten. Kommt am 10.10. 17 Euro. Nix für mich. Avengers Forever. Jason Aaron haben wir da im Paperback. Ist keine abgeschlossene Sache anscheinend. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt als Heftreihe schon rausgeht. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber interessiert mich tatsächlich auch nicht. Und jetzt mit Multiversum und Tony Stark als Ant-Man. Okay. Krieg der Kampfmaschinen, Panini Kids, ist dann auch nichts für mich. Ist das dann jetzt dieses, das ist aber Avengers Tag On. Ist das dieses, achso, da gibt es eine beliebte Spielzeugreihe jetzt. Avengers in Kampfrüstung. Das andere waren aber irgendwie Mech Wars oder sowas, ne? Was da in der Avengers-Reihe irgendwie drin war. Sowas finde ich auch immer ganz furchtbar. Also das ist ganz schlimm. Marvel Horror Classic Collection. Also diesmal ist tatsächlich irgendwie nicht wirklich viel für mich dabei, ne?
Da habe ich den ersten Band auch nicht und. Oh, da ist Hulk sogar mit dabei. Spider-Man und X-Men. Oh, die werden wahrscheinlich als. Ja. Ah, Rampaging Hulk gibt es da. Und vieles mehr. Hat 1180 Seiten, kostet auch 125 Euro wieder. Kommt am 24.10. Da habe ich aber den ersten Band, wie gesagt, nicht. Und ja, von daher werde ich den auch nicht brauchen. Weil die Horrorgeschichten, die interessieren mich tatsächlich nicht so. So, Spider-Man Paperback 14 habe ich hier die Hefte, da brauche ich das nicht. Kommt am 12.12. Dann haben wir die Spider-Man Collection von Todd McFarlane. Da ist Spider-Man 1 bis 14, Nummer 16 und X-Force 4 drinne. X-Force 4. Davon habe ich tatsächlich. Nee, gar nicht wahr. Davon habe ich nicht das meiste auf Deutsch. Auf Englisch. Das war so damals so die Zeit, wo ich US-Comics gekauft habe, weil es hier ja noch nicht so massiv viel gab in den 90ern. Das war ja halt so vor zwischen Condor und Dino und Marvel Deutschland, ne, irgendwie. Wo dann hier nicht so viel erschienen ist, wo man halt so ein bisschen Spider-Man halt bekommen hat. Und da habe ich dann tatsächlich auch noch ein paar US-Sachen. Da bin ich aber bei Spider-Man, habe ich glaube ich das erste, was ich habe, ist F12. Von daher ein bisschen was, was da drin ist, habe ich auf jeden Fall. Aber nicht alles. Kann aber auch sein, dass ich davor schon irgendwas habe. Aber das würde ich mir tatsächlich holen. Der hat 436 Seiten, 79 Euro. Wobei ich natürlich eine Spider-Man Collection mit allen Autoren gerne hätte, ne? Genau wie die Spider-Man Classic Collection, wo man das dann halt auch von 1 bis irgendwann lesen kann. Das wäre schon schön gewesen. Weil diese autorenzentrierten Sachen, die finde ich immer ein bisschen ätzend. Weil dann, wie man hier sieht, Heft 15 fehlt, ne? Das weiß ich nicht. Das ist immer ein bisschen uncool, wenn dann die Sachen du nicht durchgehend lesen kannst. Aber okay, ja, das Teil nehme ich aber auch auf jeden Fall mit. Marvel Must-Haves kommen jetzt. Da lese ich ja auch nichts von. Wobei, manchmal reizt mich da schon was, aber da würde ich dann immer noch versuchen, die normalen Ausgaben zu bekommen. Spider-Man Blut zum Beispiel. Punisher Blutspur gibt es ja auch schon in zig Versionen. Habe ich aber auch in einem, was ist, Marvel Exklusiv oder so, oder 100% Marvel. Eins davon habe ich auf jeden Fall. Und Thanos, Herrscher des Universums. Weiß nicht, in welcher Form das schon mal veröffentlicht wurde. 31.10. zwei Stück davon und 21.11. Und Venom, Netz des Todes, 21.11. Müsste ich haben, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Nee, erste Mission von Agent Venom. Nee, das habe ich nicht. Tony Moore, auch sehr cooler Zeichner. Rick Remender. Falls ich da mal zugreifen sollte, dann auch das nicht Original, das deutsche Original. Eine vorhergehende Ausgabe. X-Force, Sex und Gewalt kriegt man auch eigentlich noch zur Genüge. Und Marvel Must-Have Marvel 1602. Also, ich bin kein Neil Gaiman-Fan, aber das würde mich schon noch interessieren. Irgendwann gucke ich mir das schon mal an, aber es ist halt alles schon oft veröffentlicht worden. Ne? So. Ultimative Spider-Man-Kollektion, die jetzt für mich ein bisschen aufschlussreicher ist. Es soll ja bis 35 gehen und jetzt sind wir hier schon bei Band 33. Und da ist jetzt halt auch zu sehen, es ist der Erstauftritt von Miles Morales ist mit dabei im Ultimate Fallout, weil da sind ja so ein paar Bände, die wo jetzt mir nicht so ganz klar war, was davon mit drin ist und was nicht. Und so wie es aussieht, sind dann halt auch die ersten fünf Miles Morales Spider-Man-Dinger mit dabei. Jetzt ist natürlich dann spannend, ob nach der 35 nochmal verlängert wird, sodass auch die nächste Miles Morales-Reihe
mit dabei wäre. Das würde mich halt doch interessieren, das auch nochmal zu lesen. Aber so, ich meine, haben wir zumindest den Erstauftritt mit dabei und die ersten Stories, was ja auch ganz schön ist. Da, die habe ich aber auch im Abo, da bleibe ich dran, das ist eine tolle Sache. Offizielle Marvel Comic Collection, ey, da gibt es 280, oh, das ist mit Band 280 abgeschlossen, da ist auch endlich zum Ende. Der Abgrund haben wir da, den habe ich, West Coast Avengers habe ich nichts von. As Guardians of the Galaxy ist auch noch nicht so alt, oder? Hulk in der Hölle. Da haben wir den Immortal Hulk, also. Cosmic Ghost Rider stirbt Baby Thanos. Den gibt es, glaube ich, nicht sonst, oder? Spider-Geddon. Ja, aber das ist Comicsammlung. Ist wie Anthologien. So, der Auftakt des großen DC-Events Lazarus Planet. Kapitel 1 von 3. Wir haben, das kommen jetzt gleich auf den nächsten Seiten, nochmal Band 2 von 2. Also wir haben, ich fange einfach mal hier an. Batman vs. Robin 1 haben wir da von 2. Mark Waid. Das werde ich machen. Der kommt am 17.10. Das lese ich auf jeden Fall sowieso. Und dann haben wir Band 2 am 14.11. Ne, das, was dann auch gleich Kapitel 2 von 3 ist. Das passt für mich auch. So, und dann haben wir Lazarus Planet Kapitel 3 von 3 in Wonder Woman, Shazam, die Rache der Götter. Jetzt frage ich mich. Warum Batman vs. Robin 1 und 2 und dann Wonder Woman, Shazam, die Rache der Götter? Obwohl das alles Kapitel, also ein komplett eigenständiges Eventkapitel. Mein Gott, warum hat man nicht einfach gesagt Lazarus Planet 1 bis 3? Dann wäre alles drin gewesen, und alle wären glücklich gewesen. Weil so, das ist, weiß ich nicht, wenn man doch sowieso schon drei Paperbacks macht, dann kann man, hätte man die doch einfach alle Lazarus Planet genannt. Aber, okay, geht auf jeden Fall bis zum 19.12. Und auch wenn ich Wonder Woman jetzt tatsächlich aus meinem Abo genommen habe, werde ich das dann halt, denke ich mal, mitnehmen, um den Lazarus Planet dann komplett zu haben. Batman, Heftreihe. Ja, bin ich eh dabei. Hit des Monats. Batman ist immer Hit des Monats. Also das ist doch. Oder ist das extra des Comic-Con Stuttgart Variant Cover? Naja. Ja, Monatsabstand, ne? 10.10., 7.11., 5.12. Heft Nummer 80, perfekter Einstiegspunkt. Start der neuen Storyline. Ja, ist okay. Bin ich auf jeden Fall mit drin. Batman Detective Sonderband. Gotham Nocturne. Sagt mir nichts als Story in deutscher Erstveröffentlichung. War Zweitstory in Detective Comics, was wir hier dann wahrscheinlich nicht gekriegt haben. Muss ich mal gucken. Aber ist in deutscher Erstveröffentlichung, also gab es da keine Hefte zu. Am 17.10. werde ich dann wahrscheinlich auch mitnehmen. Batman Urban Legends geht eigentlich auch immer. Wiedersehen mit Alfred Pennyworth. Was heißt Wiedersehen mit Alfred? Kommt er wieder zurück? Wird er wiederbelebt? Ach, das ist ja immer so eine Sache, ne? Das wurde so gefeiert, also ich habe es jetzt nicht unbedingt gefeiert, dass Alfred von Bane umgebracht wurde. Aber viele fanden es gut, fanden es mutig, dass das gemacht wurde. Und jetzt wird das auch wieder zurückgerudert, ne? Das ist ja. Aber vielleicht ist das auch nur
Ein kurzes Wiedersehen per Video oder keine Ahnung. Wir werden sehen. Oder es halt abseits der Story, wo dann irgendein Quatsch passiert. Das sind ja auch einzelne Geschichten. Kommt auf jeden Fall am 12.12. So. Die große Gotham Nocturne Saga in Batman Detective Comics 75 und 76. Ja, habe ich natürlich auch im Abo weiterhin. Poison Ivy Metamorphose 2 habe ich nicht gelesen, kommt am 14.11. Und Wonder Woman 5, da habe ich. Ah, da ist auch die Vorgeschichte zum Lazarusplanet. Ja. Habe ich aus dem Abo genommen, wie gesagt. Muss man einen Schluck trinken hier. Werde ich auch vorläufig erstmal nicht wieder reinnehmen. Harley zerlegt das DC-Universum. Finde ich ziemlich überflüssig, solche Sachen. Eine verrückte Zeitreise mit ihren Konsequenzen. Also keine. Kommt am 19.12. Brauche ich nicht. Batman Superman World's Finest Band 3. Ja, werde ich auch wieder vorbestellen. Wobei, also an sich ist es ein gutes Kreativteam mit Mark Waid und Dan Mora. Aber ich fand den ersten, also den zweiten habe ich noch nicht gelesen. Glaube ich. Oder habe ich den zweiten auch schon gelesen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber der erste hat mich so überhaupt gar nicht überzeugt. Aber das ist dann für die Sammlung. Black Adam 2 Revolte in Kandak ist auch nichts, was ich haben muss. Nightwing 5, da bleibe ich auf jeden Fall dabei. Die Reihe finde ich auch richtig gut. Also die Eisner Award-nominierte Geschichte da ist natürlich ganz klar korrekt. Da werde ich auf jeden Fall weitermachen. Flash bin ich natürlich auch dabei, egal ob es gut oder schlecht ist, aber das möchte ich doch alles lesen. One Minute War haben wir da, kommt am 12.12. Das ist eine komplette Storyline, aber das ist ja bei den Bänden üblich. Mit einem Special drinne. Jo. So, DC Celebration. Der Tod von Superman Special. Das ist was Neues zum Event. Da möchte ich gerne sagen, liebes Panini-Team, lieber Verlag, bringt doch den Tod von Superman mal als Deluxe oder einfach Neuauflage oder so. Das fände ich sehr schön, wenn es da eine schicke Ausgabe zu gäbe. Dankeschön. Da gibt es auf jeden Fall dann am 21.11. ein Special. Ist ähnlich halt wie, es gab ja zum langen Halloween, gab es ja auch nochmal ein Special. Also ob man das jetzt haben muss oder nicht, kann sich jeder selbst überlegen. Solange ich den Tod von Superman noch nicht komplett in den Händen halte, macht es für mich halt wenig Sinn. So, DC Horror, Krieg der Zombie-Götter. Das Finale der Saga über den Zombie-Virus. Ich habe immer gedacht, also ich habe anfänglich gedacht, als die Vampire kamen, dass die Deceased-Sachen zu Ende waren. Aber läuft ja tatsächlich immer noch. Am 24.10. kommt der und den nehme ich auch wieder mit. Wie gesagt, finde ich immer noch viel besser als die Marvel-Zombies, was sie da gemacht haben. Batman und die Ritter aus Stahl 2, den ersten, den habe ich sein lassen, das brauchte ich nicht. Und auch den zweiten werde ich dann entsprechend nicht nehmen. Für alle Fans von Game of Thrones und House of the Red Dragon. Naja, was ein Quatsch. So, Batman, der Gargoyle von Gotham 1 und 2 von 4. Das ist Black Label auch. War das? Ne, das ist noch kein Black Label gewesen. Da haben wir Raphael Grampa, der beide, also
Zeichnung und Story gemacht hat, dann kann man schon beim Gratis, beim Gratis Batman-Tag, beim Batman-Tag am 16.09. bekommen. Ich muss sagen, also vom Prinzip her mag ich das Artwork von Grampa. Der hat ja auch mit Frank Miller hier, was war es, das Goldene Kind oder so gemacht. Ne? Diese Fortsetzung vom Dark Knight irgendwie. Ich finde das Artwork cool, aber wenn ich mir das hier so angucke, das passt nicht zu Batman. Den würde ich eher in so einem schicken Indie-Comic sehen. Ja, weil das erinnert mich halt total an Little Bird zum Beispiel. Ich habe vergessen, wer das gemacht hat. Was bei Crosscult erschienen ist. Ja, also das ist, glaube ich, wenn der so ein Fantasy-Ding oder sowas machen würde, das wäre, glaube ich, richtig cool. Aber für Batman gefällt mir das nicht so mega. Aber wahrscheinlich werde ich mir die vier Bände trotzdem kaufen. Das ist auch, glaube ich, nee, das ist nicht das. Das ist nur das größer gezogene Format, aber nicht das ganz große. Wie die anderen Sachen, die er da gemacht hatte, auch. Aber wahrscheinlich würde ich das machen. So, Prequel zum Film The Batman. Riddler das erste Jahr. Er ist sogar von Paul Dano, der den Riddler gespielt hat in The Batman, geschrieben. Weiß ich nicht, ob das was sein kann. Weil ich mag halt auch den Look aus dem Batman-Film nicht, was den Riddler angeht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ne? Ich meine, ich begrüße es immer, wenn solche Sachen, wenn Figuren halt nicht ganz so comichaft irgendwie gemacht werden und halt so der Look in die Realität so ein bisschen übersetzt wird. Aber das hier, das finde ich einfach ganz missraten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und Riddler erste Jahr interessiert mich halt auch dann total nicht. Sorry. Swamp Thing, grüne Hölle, war das? Ach so, das ist auch Black Label, aber leider nein, leider gar nicht. Swamp Thing, grüne Hölle muss ich, glaube ich, auch nicht unbedingt haben. Obwohl es jetzt ist von Lemire. Abgeschlossener Einzelband, der hat 164 Seiten, 35 Euro, kommt am 21.11. Ja, aber Swamp Thing steht halt bei mir nicht so oben auf der Liste. Von daher werde ich das vermutlich nicht machen. Mal gucken. Aber vielleicht blätter ich da mal durch vorher. So. Dann haben wir hier eine Checkliste mit allen Black Label Hardcover-Alben. Hier seht ihr, das sind die Breiten und das sind die Großgezogenen. Hab ich nicht. Andromeda. Joker Harley, die drei habe ich tatsächlich auch noch nicht, die hätte ich aber schon gerne noch. Superman vs. Lobo habe ich. Superman Year One habe ich auch. Harleen habe ich. Dead Earth habe ich. Catwoman habe ich nicht. Oh, hier muss ich. Batman. Ich habe ja schon mehrere Ausgaben von der Rückkehr des Dunklen Ritters und habe damit auch mal angefangen. Habe ich aber tatsächlich noch nicht beendet. Da habe ich erst die ersten beiden. Da muss ich die anderen beiden auch noch haben. So, den letzten Kreuzzug habe ich aber auch. Ah ja, genau, hier ist das andere Grampa-Ding. Batman, das goldene Kind. Habe ich auch übrigens. One Dark Knight habe ich. Den Gargoyle von Gotham, den kann ich noch nicht haben, den gibt es halt noch nicht. Und das tödliche Duo habe ich auch diesen Monat jetzt mal ausgelassen. Vielleicht ziehe ich das nochmal nach. Weil ich glaube schon, dass es interessant ist. Aber bisher habe ich das noch nicht. Den Killer Smile habe ich. Schnapp den Joker, Suicide Squad habe ich auch. Drei Joker natürlich. Batman Catwoman habe ich nicht. Das Reptil habe ich. Für mich
eine der größten Enttäuschungen, was das Black Label angeht. Weil ich Garth Ennis halt total mag. Aber ich fand halt das Artwork furchtbar. Ich hab jetzt gerade nicht im Kopf. Liam, irgendwas war es doch, oder? Komm jetzt nicht drauf. Wie hieß er denn noch? Liam Sharp, genau. Der kann, glaube ich, richtig gut. Aber der macht halt immer so riesen Karikaturen aus dem ganzen Zeug. Und das finde ich nicht schön. Das hat mich nicht angesprochen. Und die Story war halt auch so. Bisschen meh. Ja, Batman, die Maske im Spiegel, mein Lieblingstitel, ist auch mit dabei, habe ich. Hellblazer, gefallene Engel, habe ich auch. Swamp Thing, Green Hell kommt dann noch. Harley Quinn, alle gegen Harley. Habe ich das verpasst? Habe ich jedenfalls nicht. Und Rorschach habe ich auch alle. Das heißt, ich bin da schon ganz gut versorgt. Außer mit Batman und Catwoman an sich. So, Rorschach kommt nochmal eine Deluxe-Edition. Brauche ich nicht, habe ich die vier Einzelbände. Wer die noch nicht hat, kriegt dann für 40 Euro. Ich weiß nicht, ob es dann. Das ist dann ein etwas kleineres Format. Da müsst ihr euch überlegen, ob ihr das ein bisschen kleiner nehmt, was aber immer noch größer ist als Heft, für 40 Euro oder ein paar Euro nochmal drauflegt und euch dann die Einzelbände in größer kauft. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein, dass man sich die Einzelbände dann jetzt nochmal holt. Ich glaube, mit der Deluxe werdet ihr dann schon ganz gut bedient, aber ist auch eine gute Reihe, wenn ihr auch nicht allzu viel Rorschach, also nicht, ihr solltet nicht den Original Rorschach erwarten. Ja, sind nämlich hier 35 Jahre vergangen und wir wissen ja, dass Rorschach am Ende von Watchmen. Ne? Ihr wisst schon. So, Fables 7, da bin ich tatsächlich immer noch raus. Das hat mich nicht gezogen. 100 Bullets kommt jetzt Band 5 schon. Ich habe den ersten gelesen, den fand ich großartig. Ich würde da gerne weitermachen. Ich muss das auch noch mal. Ich denke mal, ich werde das jetzt demnächst mal angehen, dass ich da auch die weiteren Bände noch kaufe. Mit 500 Seiten sind halt 59 Euro auch, ne? Aber war den ersten fand ich echt wirklich sehr gut. Brian Azzarello, Eduardo Risso, auch ein gutes Team. Ne? Haben wir auch hier Moonshine gemacht. Von daher, da muss ich unbedingt noch mal weitermachen. Das werde ich, glaube ich, jetzt so nach und nach mal zwischenziehen noch. Sandman, Dead Boy Detectives, Oponsec Pishishot, der Infidel gemacht hat, was auch sehr gut war. Aber ich bin kein Sandman-Fan. Also da würde ich jetzt nicht so mittendrin irgendwie. Oh, da gibt es auch eine. Kommt eine Fernsehserie zu. Deswegen wird er jetzt veröffentlicht. Verstehe. Fables haben wir nochmal neue Sachen. Bin ich dann aber auch raus. So. Tipp der Redaktion: Authority von Warren Ellis. Eins von vier als Deluxe-Edition. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das mache. Das interessiert mich. Ja, da bin ich. Ich denke, da bin ich dabei. Weil Midnighter finde ich echt ziemlich gut. Ja, der Rest ist eigentlich relativ uninteressant, aber Midnighter mag ich halt schon. Und dann kann ich mir vorstellen, das zu machen. Das kostet 29 Euro, kommt am 31.10. Werde ich mal vorbestellen, glaube ich. Batman Killing Time brauche ich nicht. Das war ja in der Heftreihe auch drinne. Fand ich aber irgendwie. Also ich fand. Ich weiß nicht, warum jetzt so zeitnah das als ausgekoppelter Einzelband irgendwie nochmal kommt. So schnell hinterher, wo man die Hefte halt noch super kriegt. Ja, und das dann auch noch günstiger.
Weiß nicht, also braucht, glaube ich, niemand. Ja, holt euch die drei Hefte oder was das war. Ich glaube, drei Hefte. Da seid ihr dann auch gut mit bedient. Wobei ich die Story halt, ich fand die kacke. Muss ich jetzt mal sagen. Das ist alles so durcheinander geschrieben, alles. Weiß nicht, da wollte Tom King irgendwie ein Quentin Tarantino sein. Das hat mich nicht abgeholt, überhaupt nicht irgendwie. Also hat mir nicht gefallen. Ja, Relief Edition von das erste Jahr gibt es ja auch noch nicht so oft, ne? Das erste Jahr wurde ja selten veröffentlicht bisher. Kommt aber am 5.12. dann nochmal eine Auflage. Brauche ich dann aber auch nicht. Habe ich das Paperback, das reicht mir. Und war auch in der Batman Graphic Novel Collection. Aber die versuche ich ja immer noch abzugeben. Aber das ist sehr schwer, weil der Versand halt sauteuer ist, wenn man das machen will. Und deswegen habe ich gesagt, nur Abholung. Aber schwierig. Ist halt auch jetzt nicht unbedingt günstig dann, ne? Bei so vielen Bänden. So, Aquaman von Geoff Jones haben wir da. Seht ihr, da fehlen halt auch wieder so ein Heft 20 und ja, ich finde sowas immer doof. Ja, da ist das Crossover Thron von Atlantis mit drinne. Ich meine, Aquaman sammle ich eh nicht. Und Thron von Atlantis war ja in der Justice League drinne, 15 bis 17. Das habe ich auch jetzt schon gelesen, weil ich ja die Heftreihen da alle habe. Von daher, das brauche ich nicht. Ich mag Aquaman einfach nicht. So, Batman und Robin 2 von 3 und 3 von 3 kommt. Er reizt mich ja schon, das zu haben, aber ich habe die in der Batman Graphic Novel Collection, waren die ja drinne, die Sachen von Morrison. Die habe ich da schon gelesen. Möchte ich natürlich gerne ersetzen. Ja, aber nicht damit. Weil die Sachen ja auch in der 2007er Batman-Reihe ist, also das, was vor den New 52 war. Und die hätte ich schon gerne. Die versuche ich auch schon die ganze Zeit mal günstig zu finden, aber da wären teilweise für die paar Hefte, was sind's, 65 oder so Hefte, da werden Preise für aufgerufen. Da muss ich sagen, ihr seid ein bisschen durchgeknallt. Gerade auch Händler. Ja, wenn ich mir dann so eine Sammlerecke angucke, die dann auf eBay Kleinanzeigen 750, 760 Euro dafür haben wollen, wo selbst bei der, wie heißt das Ding? Comic Guide, ja, wo du für 600 Euro quasi die Reihe kriegst, plus alle Variants irgendwie, ne? Was aber auch schon total krank ist. Ja, und da sind dann nicht mal die Variants mit dabei bei dieser Sammlung von der Sammlerecke. Da denke ich mir, seid ihr eigentlich ein bisschen bescheuert oder so? Was stimmt mit euch nicht? Ich zahle doch keine 760 Euro für die paar Hefte. Also, nee, sorry. Ne? Und dann, weil die so hohe Preise aufrufen, kommen dann natürlich andere und, oh, guck mal, bei mir ist 100 Euro billiger, die wollen 760 Euro haben, bei mir kannst du für 660 Euro haben. Nein. Nee, dann lieber gar nicht, ne? Aber irgendwann werde ich sie günstig kriegen, da bin ich mir sicher. Wenn jemand günstig abzugeben hat, ne? Also, bis zu einem gewissen Maß bin ich bereit, dafür Geld auszugeben, aber einfach keine kranken, bescheuerten Wolkenpreise, das ist ja völlig, also, nee, echt nicht. Vor allen Dingen, wenn hier jetzt die Sachen dann auch nochmal neu aufgelegt werden, also das ist es nicht wert an keiner Stelle. Also, sorry, sind deutsche Hefte. Das ist Blödsinn, das ist Abzockerei. Das wollen wir nicht. So, ja, wie gesagt, gelesen habe ich es eh schon und gehört in die Sammlung jedes Comic-Fans, ja. Mach das doch mal als Omnibus einfach, dann, wo auch die komplette Heftreihe drin ist, der ganze Run. Sowas möchte ich haben. Ja, so Batman Detective Comics Paperback,
3 brauche ich auch nicht, habe ich ja als Hefte. Batman Action, da sind wir wieder bei Panini Kids. Das brauche ich auch überhaupt gar nicht. So, und jetzt sind wir bei Alben und Graphic Novels und haben DC hinter uns gebracht. Bier, die Graphic Novel. Das ist doch ein Wunsch von Steffen Volkmar, der seinen Comics and Bier YouTube-Kanal da damit befüttern möchte. Also den stellt er dann da hoffentlich auch vor, wenn er rauskommt. Bier, die Graphic Novel. Aber mich interessiert es tatsächlich nicht so. Die Eiserne Hand, Band 2 und Jill der Gauner. Das, nee, brauche ich auch nicht. Star Wars bin ich ja auch raus. Deswegen scroll ich da jetzt drüber. So, hier war Darth Vader nochmal auch als Deluxe. Wo dann die Reihe noch. Ach, die neue Deluxe-Reihe. Okay. Star Wars Kollektion. Ist auch schon Band 70. Mein Gott. Das geht ja auch flott. Was von Mark Millar was Neues? Die Ambassadors, wo 6 Menschen Superkräfte verliehen werden sollen. Und jetzt muss man das auswählen. Sind unterschiedliche Zeichner auch dran? Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also pro Heft ein anderer wahrscheinlich. Müsste ich mal reingucken, weiß ich noch nicht, ob mich das interessiert. Stranger Things bin ich aber raus. Spawn 132, oh, da muss ich noch mit der Collection weitermachen. Ganzlinger Spawn. Da wäre ich möglicherweise mit dabei. Weil den ersten mochte ich. Weiß gar nicht, habe ich den zweiten? Muss ich mal gucken. Sollte ich haben. Habe ich vielleicht aber noch nicht. Spawn Origins Collection 22 wären wir da. Und. Da wird dann wahrscheinlich danach noch eine kommen, die dann ein bisschen dicker ist oder was? Oder zwei, wenn sie das aufteilen. Weil ich glaube, ab 300 oder so geht es ja dann mit der Deluxe Collection weiter. Da haben sie ja den Cut gemacht. So, Dunkle Turm habe ich auch nie gelesen. Also die Romane ja von King, aber auch nicht alle, weil damals war das noch nicht so weit, als ich das gelesen habe. The Witcher 7, ja, da den nehme ich mit, da die sammle ich eh. Alien habe ich nichts von gelesen. Also zumindest nicht die Marvel-Sachen. Cyberpunk 2077, Blackout. Interessant, vom gleichen Autoren wie auch der Witcher, der scheint sich auf videospielnahe Dinge zu fokussieren. Conan, der Barbar Classic Collection 9, ey, das ist, da hänge ich sehr hinterher. Irgendwann möchte ich das mal haben. Und da sind sie dann jetzt schon in den 90ern. Das ist krass. Auch Savage Sword of Conan hänge ich noch einen hinterher. Also die möchte ich schon noch mal irgendwann komplett haben. Aber das ist halt auch immer so viel zu lesen. Deswegen bin ich da absolut nicht auf Stand. Aber das irgendwann. So, Magazine brauchen wir nicht. 100 Jahre Disney. Cinema präsentiert brauchen wir auch nicht. Hinter den Kulissen von Dune nicht. Nochmal Kodex des Drachenschwarms, Kochbücher, Shit-Zeug, Pizzaplex, Five Nights at Freddy's, ne. Auch nix für mich dabei. Dann haben wir Manga. Hara Hara Sensei, die tickende Zeitbombe. Ich weiß nicht. Würde ich vielleicht mal reinblättern. Ist auf jeden Fall mit Olaf Scholz Cosplay. Yakuza versus Chemikerin. Mal schauen. Pokémon Schwert und Schild und Schwarz-Weiß-Schuber. Komplette Arc in 3 Deluxe-Bänden. Okay. 99 Euro. Ah, das geht vielleicht sogar.
Habe ich aber auch nichts von. Miraculous Abenteuer von Ladybug und Cat Noir. Da kommt ja auch jetzt irgendwie ein Film. Aber nein, Ranking of Kings 5. Da ist jetzt beim Grad, oder ich will ja mal gratis Manga-Tag sagen, beim Manga Day ist der erste Band als Leseprobe, also nicht der komplette erste Band, sondern halt eine Leseprobe des ersten Bandes mit dabei. Da werde ich jetzt auf jeden Fall dann mal reinschauen, weil das ja schon gefeiert wird. Aber mich reizt es halt so erstmal nicht, aber ich nehme das mal zum Anlass, um da reinzugucken. Ja, Blue Sky Complex sieht nicht so aus, als wenn ich das bräuchte. Liebesgeschichten bin ich heraus. Früchte der Platane habe ich auch nichts von. Yasha 3, da hat mich der erste noch nicht so super überzeugt. Ich weiß nicht, wann jetzt der zweite kommt. Ob ich den auch nochmal lese. Mal gucken. Mich würde aber schon interessieren, wie es da nochmal weitergeht. Weil das erste finde ich noch so ein bisschen konfus, sagen wir es mal so. Spider-Man Fake Red. Brauche ich keinen Manga zu. Wolverine snickt. Ist Tsutomu Nihei? Wäre interessant, aber brauche ich tatsächlich nicht, weil das in einer der älteren Wolverine-Heftreihen drin war, die ich beide jetzt habe. Und da ist dann in 5 Heften oder so ist die Geschichte mit drin, in Heftform. Da brauche ich das dann nicht. Das ist ganz klar. Ist aber farbig übrigens, ne? Also Batman Justice Buster 2 brauche ich absolut nicht. Superman vs. Meshi, kulinarische Ausflüge nach Japan 2 brauche ich auch nicht. Und Joker, One Operation Joker braucht keine Sau, glaube ich. Lone Wolf and Cub Master Edition 7 schon. Ich bin jetzt bei 3. Und werde das auch durchziehen, auf jeden Fall. Also da bin ich dabei. Das mag ich. Das ist ein guter Manga in einer sehr schönen Master Edition. Also das ist wirklich sehr hochwertig. Und für 35 Euro kann man da wirklich nicht meckern. Nana und Kaoru sind auch jetzt nicht so die Sachen, die mich interessieren. Da haben wir auch schon den Abschlussband mit Band 5. Das brauche ich nicht. Token Anki, Teufelsblut 6. Müsste ich tatsächlich auch mal weitermachen, aber jetzt gingen erstmal ein paar andere Sachen vor. Werde ich mal nachziehen. Ich habe die ersten beiden Bände, habe ich gelesen. Und werde mal gucken, dass ich da auch noch mal weitermachen. Mushoku Tensei. In dieser Welt mache ich alles anders. Reizt mich nicht wirklich. Star Wars Hohe Republik am Rande des Gleichgewichts. Präzedenzfall. Da sind viele Doppelpunkte drinne. Bindestriche. Sehr langer Titel. Aber brauche ich auch nicht. Twin Star Exorzist. Habe ich auch nichts von. So, dann kommen jetzt die Crosscult-Neuheiten. Die habe ich ja schon gemacht. Manga-Cult. Und die Übersichtsliste. Also es war jetzt nicht so viel tatsächlich irgendwie mit dabei, ne? So, und nochmal dran erinnern, Batman-Tag ist am 16.09. Geht da mal in den Comicladen und guckt mal, was da so zu holen ist, ne? Ja, ansonsten sind wir durch. Ihr wisst, eure Aufgabe ist jetzt natürlich, erstmal ein Abo dazulassen und auf die Glocke zu klicken, damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet. Und dann schreibt ihr mal in die Kommentare, was euch davon jetzt interessiert, ob ihr mehr holt als ich, ja, ob euch da mehr anspricht oder ob es euch ähnlich geht wie mir. Und ansonsten sind natürlich Daumen sehr gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.